über höhere Steuern und die neuerliche Debatte über eine Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes. Ich halte die aktuelle Diskussion für gefährlich hinsichtlich der Inflationsentwicklung und der wirtschaftlichen Erholung in unserem Land. Auf eine wirtschaftlich so risikobehaftete Situation kann und darf man nicht mit der Forderung nach breitflächigen Steuererhöhungen reagieren. Wer den wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land und die Bekämpfung der Inflation erschweren will, der spricht jetzt noch über zusätzliche steuerliche Belastungen, die natürlich von den Betrieben eingepreist werden würden, die natürlich einen Effekt auf die Inflationsentwicklung haben. Ich kann nur alle politisch Verantwortung Tragenden auffordern, sich darauf zu konzentrieren, Inflation zu bekämpfen und nicht zu verschärfen. Wer in dieser Situation über die Verteuerung von Lebensmitteln spricht, wer in dieser Situation davon spricht, in der Breite die Steuern zu erhöhen, der gibt ja noch Anlässe für Preiserhöhungen. Und das treibt uns immer weiter in Richtung auf eine unkontrollierte Inflationsspirale. Mit Blick auf die sogenannte Übergewinnsteuer will ich sagen, dass ihre Auswirkungen, falls man sie überhaupt einführt, kaum zu prognostizieren sind. Es besteht die große Gefahr, dass das Gegenteil von dem erreicht wird, was die Befürworterinnen und Befürworter wollen. Meine Sorge ist, dass eine willkürliche Steuererhöhung für eine einzelne Branche dazu führt, dass es am Ende in Deutschland teurer wird. Die Übergewinnsteuer der Grünen, der Sozialdemokraten und einem Teil der Union kann dazu führen, dass wir Knappheiten in Deutschland bekommen. Wir haben keine eigenen Ölquellen, sondern wir kaufen vom Weltmarkt ein. Ich verstehe total den Ärger über das, was an der Zapfsäule ist, aber es ist eben eine Weltmarktentwicklung. Und angesichts einer Weltmarktentwicklung jetzt noch mit einer zusätzlichen Steuer nur in Deutschland zu reagieren, kann am Ende dazu führen, dass die Preise an der Zapfsäule noch weiter steigen. Dafür würden wir aber die Rechtssicherheit in Deutschland in unserem Steuersystem infrage stellen. Das heißt, ohne etwas zu erreichen, würden wir einen Standortvorteil unseres Landes, nämlich eine berechenbare marktwirtschaftliche Ordnung, infrage stellen. Deshalb kann man nur davor warnen, solche Debatten weiter fortzusetzen. Ich muss hinzufügen, dass ich amtlicherseits auch nicht bestätigen kann, dass es sogenannte Übergewinne überhaupt gibt. Uns liegen keine Zahlen über die Gewinnsituation im Mineralölbereich zur Stunde vor. Es gibt Vermutungen. Aber die Vermutungen haben wir etwa auch im Bereich von Windstrom und Solarstrom, im Bereich von Halbleitern und natürlich im Bereich der Impfstoffproduktion. Das zeigt, einzelne Steuerentscheidungen zu treffen wegen der aktuellen Situation einer Branche gefährdet das Vertrauen in den Steuerstaat insgesamt. Und deshalb kann man nur davor warnen, diese Debatten fortzusetzen. Weil ja trotzdem scheint ja die Steuersenkung an der Zapfsäule zu verpuffen. War das ein Fehler im Nachhinein, diese Steuersenkung, oder welchen Appell haben Sie an den Konzern? Das Kartellamt muss prüfen, was passiert an der Zapfsäule. Das ist eine Aufgabe jetzt der Markttransparenzstelle. Es ist kein Geheimnis. Ich war nicht ein Befürworter einer Steuersenkung bei der Energie. Mein Modell war wie in Italien und Frankreich ein direkt ausgezahlter Rabatt mit dann auch Transparenz hinsichtlich der Einkaufs- und Verkaufspreise. Die Steuersenkung an der Zapfsäule, das war die Umsetzung insbesondere der Grünen. Ganz deutlich, Sie werden kein Gesetzentwurf vorlegen für eine Übergewinnsteuer. Selbstverständlich nein, weil ein liberaler Finanzminister wird sich nicht daran beteiligen, unser deutsches System, unser deutsches Steuerrecht willkürlich, undurchschaubar, zusätzlich bürokratisch zu machen. Erst recht dann nicht, wenn es zum Schaden der Verbraucherinnen und Verbraucher sein könnte, die nämlich am Ende höhere Preise zahlen könnten angesichts der Entwicklungen auf dem Weltmarkt. SPD und Grüne wollen das aber offensichtlich ja wirklich. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, aus Ihrer Sicht sich in der Mitte zu treffen mit einer Art Übergewinnsteuer-Light? Und wenn ich darf, noch eine zweite Frage auch zum Thema Landwirtschaft. Tierwohl-Label, das kostet ein bisschen, wenn man die Bauern mitnehmen will. Ist es möglich, aus Ihrer Sicht beim Landwirtschaftsetat noch was zu machen oder sogar bei Mehrwertsteuer
mit einer Mehrwertsteuererhöhung auf Fleisch? Erstens, die Lebensmittelpreise steigen. Ich kann nicht verstehen, dass man angesichts von steigenden Lebensmittelpreisen jetzt politisch noch höhere Preise will. Der Kollege Cem Özdemir ist von mir herzlich gebeten, alles zu unternehmen, um Nahrungsmittel in Deutschland bezahlbar zu halten. Jetzt ist nicht die Zeit für künstliche Verteuerung. Jetzt ist die Zeit, ernst zu nehmen, dass die Menschen in den eigenen Kühlschrank schauen und dabei Sorgen haben. Eine Debatte über die künstliche Verteuerung von Lebensmitteln durch politische Entscheidungen mitten in einer Inflation, die die Menschen besorgt, ist falsch. Und deshalb muss es andere Wege geben. Und zum anderen, ich glaube, dass bei Sozialdemokraten und Grünen gegenwärtig noch überhaupt gar keine Meinung gebildet worden ist zur Übergewinnsteuer. So ist mein Eindruck, weil viele der wichtigen Argumente dort offensichtlich noch nicht berücksichtigt worden sind. Ich kann jedenfalls als zuständiges Ministerium sagen, das Steuerrecht ist nicht der Ansatzpunkt. Der Ansatzpunkt ist das Kartellamt. Wir haben seinerzeit im Koalitionsausschuss gegen einen Rabatt an der Zapfsäule entschieden, sondern insbesondere auf Betreiben der Grünen für eine Steuersenkung an der Zapfsäule. Und deshalb ist seinerzeit auch das Kartellamt mit ins Spiel gekommen. Und an dieser Position müssen wir jetzt festhalten. Sagen Sie, wollen eine Schuldenbremse festhalten. Es werden höchstwahrscheinlich noch Entlastungen für die Bürger notwendig werden. Ist da nicht die Übergewinnsteuer noch ein Weg, Geld reinzukommen? Und Übergewinnsteuer bedeutet ja, dass ein Übergewinn auch besteuert wird. Das heißt, wenn die Konzerne nachweisen können, dass sie keinen Übergewinn haben, müssen sie auch keine extra Steuer zahlen. Dieser Vorstoß zur sogenannten Übergewinnsteuer könnte in der Sache schädlich sein, weil es für die Verbraucher noch teurer wird. Ich teile den Ärger über steigende Preise, aber wir können nicht so tun, als gäbe es das alles ohne einen Weltmarkt. Weltmarktakteure, Händler und diejenigen, die die Ölquellen haben, könnten entscheiden, dann wird nicht mehr nach Deutschland in diesem Umfang geliefert. Das scheint mir eine typisch deutsche Debatte zu sein, die nicht über den Tellerrand hinausschaut, dass es Entwicklungen gibt, die wir nicht beeinflussen können. Das Ergebnis könnte ein Schaden für die Verbraucherinnen und Verbraucher sein. Und wer einmal damit anfängt, aus edlen Motiven, oder aus dem Wunsch danach, den Applaus des Tages am Stammtisch zu bekommen, Steuerrecht zu verändern, der wird den Geist nie wieder in die Flasche bekommen. In Deutschland gibt es eine Besteuerung von Gewinnen, aber keine Diskriminierung einzelner Branchen. Das gibt es in Deutschland nicht. Es wäre eine fundamentale Veränderung unseres Steuerrechts. Unser Steuerrecht basiert auf dem Prinzip der Leistungsfähigkeit und nicht, ob eine Branche gerade angenehm oder unangenehm ist. Und dieses zentrale Element des deutschen Steuerrechts zu gefährden, würde es mit mir jedenfalls nicht geben. Aber wenn eine Branche anscheinend ausnutzt, auch die Entlastungszahlung, also die Entlastung der Steuer. Wir kommen jetzt in den Bereich der Spekulation und deshalb kann ich die Frage auch nicht beantworten. Inwiefern wollen Sie denn die Bürger? Sie sprechen so laut. Ja, inwiefern? Warum machen Sie das? Also die Inflation ist bei 8%. Inwiefern wollen Sie denn die Bürger weiter entlasten? Also über die bereits geschlossenen Entlastungspakete hinaus. Erstens müssen wir verhindern, dass die Menschen zusätzlich belastet werden. In der Inflation spricht Herr Özdemir über die Verteuerung von Lebensmitteln. Im Laufe der Inflation sollen Steuern erhöht werden, wenn es nach Sozialdemokraten, Grünen und sogar der CDU geht. Und das verteuert das Leben für die Menschen. Es muss alles unterlassen werden, was das Leben für die Menschen jetzt teurer macht. Das ist der erste Schritt zur Bekämpfung der Inflation. Die Politik darf doch jetzt das nicht noch zusätzlich anheizen. Ich lese jetzt die letzten Tage nur Vorschläge, die die Inflation stärker anheizen. Wir müssen aufhören damit, die Inflation anzuheizen. Wir müssen die Inflation bekämpfen. Also keine höheren Steuern, keine Verteuerung von Lebensmitteln, keine zusätzlichen Subventionen dort, wo es nur die Preise treibt, weil auf knappe Güter wie Baustoffe noch eine Subvention obendrauf gezahlt wird. Das Zweite, was wir tun müssen, ist raus aus den Schulden. Wir müssen schnellstmöglich zurück zur Schuldenbremse. Auch das ist der Beitrag, den der Staat leisten kann, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Und dann wird es gezielte weitere Entlastungen geben für die ganze Breite der Gesellschaft. Deshalb sollten wir im nächsten Jahr über eine Reform bei der Lohn- und Einkommenssteuer sprechen. Und über die Grundsicherung. Die Grundsicherung ist das Instrument für Menschen, die bedürftig sind.
die auf unsere Solidarität angewiesen sind. Lohn- und Einkommenssteuer ist das Instrument für die Erwerbstätigen, dass ihre Gehaltserhöhungen, die sie jetzt in diesem Jahr verhandeln, auch wirklich bei ihnen ankommen. Das sind die Instrumente, und auf diese Instrumente werden wir gewiss schauen in der nächsten Zeit. So viel von meiner Seite. Ja, ist ja nur ein Statement, keine Pressekonferenz. Aber Sie haben oft genug gesagt, dass es nicht Ihr Lieblingsmodell war. In der Tat, jetzt ist es aber im Effekt, es ist, führt zu viel Ärger. Das Kartellamt soll prüfen, hat bisher auch nicht den Effekt. Frage 1, können Sie den politischen Vorwurf verstehen und nachvollziehen, dass das polithandwerklich einfach jetzt sehr schlecht gemacht war? Und zweitens, wird noch mal was nachgebessert? Können die Bürgerinnen und Bürger da noch Verbesserungen erwarten? Wir haben die Steuer auf den Sprit reduziert. Die CDU-CSU will ja sogar noch die Mehrwertsteuer noch zusätzlich auf den Sprit abschaffen. Wir haben nur die Energiesteuer reduziert. Die CDU will mehr vom Gleichen. Aber wir können nicht wissen, ob dort Übergewinne sind, sondern wir haben es ja mit einem marktwirtschaftlichen System zu tun. Wir sehen die Weltmarktpreise, wir sehen die Raffinerien in Deutschland, wir sehen Bevorratung wegen der Befürchtungen, es könnte Embargo-Situationen geben. Das Kartellamt muss zunächst einmal sagen, wird tatsächlich die Steuerentlastung ausgenutzt oder nicht. Das ist eine Aufgabe des Kartellamtes. Und die breite Forderung war ja, Steuern zu reduzieren. Das haben wir gemacht. Ein anderes Modell der Beihilfe wurde nicht gewählt. Ich kann nur vor Populismus an dieser Stelle warnen. Wir wissen nicht, ob es Übergewinne gibt. Und Steuererhöhungen können dazu führen, dass es Knappheiten gibt an der Zapfsäule, und die Knappheiten würden die Preise dann erst recht weiter steigern. Gut gemeint bei den Forderungen ist eben wirklich dann auch nicht immer gut im Ergebnis erreicht, gut gemacht. Jetzt danke ich Ihnen, bis in Kürze.